So, da bin ich wieder. Ich würde eigentlich ganz gerne noch in den einen Raum reingucken, an den ich jetzt einfach vorbeigelaufen bin. 1B. Gar nichts. Sehr gut. Das kann ich brauchen. Speichere ich vielleicht gleich noch mal. War das hier? Nee, hier auch nicht. Was mache ich denn? Ach, der loopt die ganze Zeit. Ich verstehe. Nee, hier speichere ich jetzt nochmal, weil jetzt bin ich nicht mehr vergiftet. Das ist eigentlich immer ein gutes Ding. So, die ist also auch immer hier. Nee, das war jetzt falsch. Oder? Das war richtig. Ist da irgendwas? Nö. Ah, doch, da. Na, Coin. Das wollte ich nicht. Schade. Wie sollen wir das denn machen?
Wenn die jetzt vielleicht... Eigentlich hier. Find those little rats. Bandage. Habe ich noch? Eine Bandage schmeiße ich mal weg. Dafür nehme ich mir lieber nochmal einen Kaffee. Ich frage, ob ich die Stamina aufgeladen habe. Ich weiß nicht, ob das mitgespeichert wird. Das wollte ich nicht. Ich warte jetzt auch wieder, bis meine Stamina aufgeladen ist. Ich bleibe jetzt mal noch ein bisschen hier drin. Ich weiß nicht, ob die Pfeile jetzt waren für jetzt. Aber ich habe es ja eigentlich nicht geschafft, so schnell dahin zu kommen. Und ob jetzt nochmal ein Event kommt, wo sie auftaucht. Die lesen wir hier drin. My relic. I gifted an amulet to my brother long ago. After his untimely passing, its return to me marked the beginning of my strange journey as a ghost vigilant. For some reason, its power repels the shade. Without it, she would have already killed or imprisoned me. Relics possess a powerful link to the Shadow Realm. Das ist Relics 1. These artifacts may be used to enter the coma and move about freely. If a relic's connection to a location's tragic history is strong, then its power and influence will grow. Und fehlt, glaube ich, ein J-Soul.
JSON Node. Soll ich denn jetzt hin? Liebes Spiel. Wo bin ich? Oh, ich muss hier rein. It's so quiet. Five AM. It's still dark out. Ich höre Vögel. The board was erased. There aren't any names written here now. The TV is off and that weird video isn't playing anymore. Is it over? Please tell me the nightmare's over. Oh Gott, wir sehen ganz schön beat up aus. Over? Your nightmare has just begun. Hey, what happened? Why is there an ambulance here? Some guy in A1E had a seizure in front of his classroom. Wow, was he an epileptic or something? Beats me. His name is Jung-ho. Well, that's what one of his classmates told me. Jung-ho? Never heard of him. Yeah, no surprise there. Pretty sure he's one of those guys that hangs out at internet cafes after hours playing spacecraft. Oh wow, no wonder. These guys usually keep to themselves. I feel kinda sorry for him. Another incident. This girl's going nuts. Damn, another one bites the dust, huh? Wow, is that Jung-ho, sir? You better hope the police don't get involved with this, Min-Yoon-Gil. Hey, why are you assholes looking at me? I may have given him a hard time, but I'm hardly the one causing seizures around here. Min-Yoon-Gil, enough. Your dirty mouth and antics aren't helping. How could this happen? Jung-ho never had any problems like this. I swear, I didn't do anything this time. I'm going to the hospital right after school. I want to see him. Seriously? I hear people get strep infection there and die. It's not worth it, babe. Stop calling me babe. I'd rather catch a strep infection than listen to another word out of your mouth. Wait, I'm coming with you. Ma'am, please stay here. His parents got the news and they'll be at the hospital soon. Okay, let's go. But I'm his teacher. Then please attend to the other students. We'll make sure he's taken care of. Okay, let's go. Da ist auch Sehon, unser Freund. Jung. He'll be fine, Mi-Song. I know it. Ah ja, Seho. I hope so, Seho. I hope so. Was grinst der denn so? Der ist wohl noch possessed von Sister. He was so close to escaping. And now the relic is back in her hands. She's too powerful now. Seho Hai has a huge problem on its hands. I need to bring Jung-ho back, or he'll be trapped in the coma forever. Ah, bad ending, verdammt. Vermutlich liegt es daran, weil uns noch ein Subject gefehlt hat auf der Karte. Also wir hatten ja Mathe, Kunst und Social Studying oder sowas. Aber ich hätte jetzt nicht gewusst, wo ich das Social Studying machen sollte. Da habe ich was verpasst. Was war das eben? Konzeptart von
Myung-Gil Kang. Das ist ein Freshman 17, der benimmt sich wie 10. Freshman 1B. 6 foot 1. Auf jeden Fall 1,85 mit 16. Alter Schwede. 77 Kilo, Baseball, Pizza Bread, Mina, Beer, Playing, Hockey is what he likes. He dislikes Otaku, Lectures, Detention, Stress, Infections. Wissung ist 28. 1,56. Dafür war die aber relativ groß. Vielleicht waren das die, die High Heels. Wait, is a secret? She mag, Kaffee, Cookies, Traveling, Studying, Languages, Dislikes, Dieting, Bad Grammar. Send more High School Uniforms. Vermutlich sind die verschiedenfarbigen Krawatten für die verschiedenen Dinger. Menu Background Run, you cleared the math problem. Für die verschiedenen Stufen. Das habe ich schon häufiger mal mitbekommen, dass es da wohl unterschiedlich farbige Krawatten gibt. Oder unterschiedliche Uniformen. Kommt gleich auf die Schule drauf an. Part 1, Part 2, Part 3. Das ist Opening. Sehr hoch ist die Gill. Auch 17, das ist 1,72, 86 Kilo. Er mag Mina. Auch, okay, Junkfood, DC Inside, Art and Collectible Lighters. Dislikes Bullies and Studying. The Fall of Taehon. The Shade with Seho. Two different pictures. The Shade. Blood type, dark matter, glass, mad, shade. Age unknown, height unknown, weight unknown. Likes fresh souls, ancient relics. Shadow corridors. Dislikes ghost vigilantes, meddling kids. Wir sind auch 17, wir sind 1,72. 56 Kilo, wir mögen Miss Song. Davis Presso, Coffee, Underwatch, Cyber Coffees. Dislikes Min Jung-Gil, Long Distance Running. Miss Songs. Likes Shade, Human Flesh, Sharp Objects, Stabbing People. Dislikes Yasol, Trespassers. Warum ist denn da so ein Sternchen? Menu Background 3, you cleared the art problem. Ja, Sohan, Age Unknown, ist ein Ghost Vigilante. Ist 1,62, 56 Kilo, likes, Hiking, Galbi, was auch immer das ist, Taekwondo, Disguises, Dislikes, Soul-Sucking Shades, Distractions und Weaklings. Aber der Note Man. Main Background, you unlocked Ending 3. Clue 1, Objective cleared. 3. Clue, connect with a childhood friend. Some people just can't hack it. Reap the reward of good karma. Sharing is caring. Was sind denn das für komische Hints? 3 Objectives cleared. Objectives cleared with an honest heart. Ich kann mir einen anderen Background nehmen. Ah ja. Youth.
Ach, das ist doch nett. Ist ein bisschen netter wie sowas. Es ist die Frage. Müsste ich das von vorne anfangen oder kann ich von dort anfangen? Ich würde gerne die wirklich, ich hätte gerne ein gutes Ende. Das war jetzt scheinbar so dieses Standardende. Also ich kann mir vorstellen, dass die meisten Let's Player eher das Ende kriegen, was ich auch hatte. Weil wir wohl dafür nicht... Also wir hatten meines Wissens nicht... Ich müsste mir jetzt dieses eine Ding nochmal angucken, das was so schnell weggeblendet wurde. Wir haben eine Sache nicht gemacht. Und das war dieses, ich meine, Social Studying. Und wenn ich jetzt dieses Bild, was so kurz eingeblendet war, so richtig gemerkt habe, vielleicht kann ich mir das gerade mal aufs Handy holen. Warte mal. Coma. Recut. Wenn ich dran denke, werde ich euch vielleicht hier dann den Screenshot einblenden. Wenn ich jetzt das Bild hier finde, damit ich es mir nochmal angucken kann. Normalerweise findet man ja zu allem irgendwas. Ich finde es gut, dass mir schon mit Screenshots der zweite Teil gespoilert wird. Finde ich ganz großes Kino. Naja, gespoilert. Ja, ihr wisst, was ich meine. Nach was muss ich denn suchen? Relic? Bilder. Da finde ich es auch nicht, weil ich unter Ending. Auch irgendwie nicht. Es wäre ja kein Spoiler, wie ich da hinkomme. Ich möchte gerne nur dieses eine Bild nochmal sehen. Es könnte ein Clou gewesen sein. Da werde ich jetzt mal Folgendes tun. Ich beende hier mal kurz die Aufnahme. Ich habe ja nebenher auch noch Audacity laufen. Deswegen sollte das kein Problem sein.